In der neuen Programmversion Magix Video Deluxe 2024 haben die Entwickler hier im Programm eine integrierte Übersetzungsfunktion mit auf den Weg gegeben. Wie das Ganze funktioniert, schauen wir uns in diesem Video an. Diese Funktion basiert auf der neuen Sprachdienste-Funktion, die man hier im Register Magix Hub findet. Wenn man hier auf Sprachdienste klickt, taucht die Funktion Text-to-Speech auf. Ich habe dazu ein extra Video gemacht. Schau dir das vielleicht im Zweifelsfall vorher nochmal an. Blende dir dazu hier oben das Video ein. Ansonsten in Kurzform, man braucht zunächst erst einmal hier geschriebenen Text. Den kannst du hier eingeben oder halt auch aus einer externen Quelle einpasten, also aus dem Word-Dokument etc. pp. Ich habe hier schon mal was vorbereitet und füge das hier einfach mal ein mit Steuerung V. Und mein Ziel ist es, diesen Text nun zu übersetzen. Doch bevor wir weitermachen, vielleicht noch der Hinweis, diese Funktion steht nicht allen Magix-Usern zur Verfügung, sondern nur den Lizenzinhabern der 365er-Lizenzen, also der sogenannten Abo-Lizenz. Und zwar dort in den Versionen Plus und Premium. Besitzer einer klassischen Kauflizenz haben hier leider keinen Zugriff. Wie funktioniert diese Übersetzung? Ganz einfach, hier links unten gibt es einen Button, da kann man draufklicken, Translate Text. Dann taucht dieses Dialogfenster auf. In dem linken Dialogfenster kann man die Ausgabesprache, die aktuelle Ausgabesprache einstellen. Die wird in der Regel aber automatisch erkannt. In diesem Fall DE für Deutsch. Wenn das irgendwie nicht klappen sollte, kann man das hier auch händisch einstellen. Das sollen übrigens über 100 Sprachen sein, laut Magix, die hier verfügbar sind, wenn hier die automatische Spracherkennung stimmt, beziehungsweise du die richtige Sprache eingestellt hast, die den Ist-Zustand hier beschreibt, dann kannst du hier im nächsten Schritt auswählen, in welche Sprache du das gern übersetzen möchtest. Ich wähle hier mal Englisch aus und dann musst du hier bloß noch auf Übersetzen klicken. Und da habe ich eben aus Versehen Greek, also Griechisch gewählt. Das war natürlich jetzt nicht richtig, da muss ich hier nochmal auf Englisch gehen. Hier haben wir es Englisch, so habe ich mir eine Zeile vertan. Okay, und dann sehen wir jetzt hier auch schon das Ergebnis. Das geht also recht fix. Und jetzt geht es darum, aus dieser sehr schnell erfolgten Übersetzung dann auch eine Sprachversion, also eine Sprecherversion vielmehr zu machen. Und das kann man dann hier unten mit Generate Speech machen. Das erkläre ich auch in dem anderen Video. Ich zeige es eben nochmal ganz kurz. Einfach hier auf Generate Speech klicken. Dann wird serverseitig diese Sprachversion erstellt. Das dauert ein bisschen, weil das nicht lokal geschieht, sondern über das Web läuft und von einem Server geleistet wird. Ich könnte das Fenster hier mal zumachen. Dann sehen wir auch den Hinweis, dass er gerade dabei ist, das zu transkodieren, dass es ein paar Minuten dauern kann. Aber gleich sollte es dann auch soweit sein. Und wenn das soweit ist, dann können wir die Übersetzung dann direkt hier unten in unser Projektfenster einbauen. Er beginnt auch schon direkt das vorzulesen und ich starte es nochmal von vorne. Start of the caravan in Jaslamar. A motley group of tourists. Okay, das ist also dann die Übersetzung und die kann ich hier mit dieser Funktion hier unten einfügen. Wichtig ist, die Spur festzulegen, auf der das geschehen soll und halt mit der Einfügemarke diesen Playhead festzulegen, wo das Ganze eingefügt werden soll. Und wenn ich dann hier draufklicke, dann sollte das passieren. Dann kommt gleich noch ein Dialogfenster, wo die Software fragt, ob ich das in den Projektordner kopieren oder nur importieren möchte. Ich gehe mal nur auf nur importieren in dem Fall. Und dann haben wir hier unten diese entsprechende Sprachversion jetzt auf der Spur 10. Ich gebe das mal wieder. Start of the caravan in Jaslamar. Okay, das war's auch schon. Das ist die neue Übersetzungsfunktion in Magix Video Deluxe. Ich hoffe, dir hat das Video gefallen. Wenn dem so ist, würde ich mich freuen, wenn du einen Daumen hoch gibst. Zudem würde ich mich natürlich auch freuen, wenn noch nicht geschehen, wenn du meinen Kanal abonnieren würdest. Okay, dann bis zum nächsten Mal auf meinem Kanal. Hallo und herzlich willkommen zum großen Videotraining XXL zu Magix Video Deluxe.
Mein Name ist Martin Quedenbaum. Ich habe seit 2007 fast jedes Jahr ein Buch zu Magics Video Deluxe veröffentlicht und viele meiner Leser haben mich gebeten, doch mal ein Videotraining zu veröffentlichen. Dem bin ich jetzt gern nachgekommen. Dieses mehr als 10 Stunden umfassende Videotraining wird Sie im Umgang mit Magics Video Deluxe in nahezu jeder Hinsicht unterstützen. Sollten Sie Fragen zum Videotraining oder zu Magics Video Deluxe haben, können Sie sich gerne an mich wenden. Viel Freude mit dem Videotraining.